Hallo liebe Fishing Kings, jetzt möchte ich euch zeigen, wie man den Clinch-Knoten macht. Der Knoten, den man so in über 90% der Fälle verwenden kann, wenn man eine Öse hat, wie zum Beispiel ein Wirbel. Nehmen wir an, hier so ein großer Meereswirbel und den wollt ihr mit der Hauptschnur verbinden. Welchen Knoten machen wir da? Dann nehmen wir den Clinch-Knoten, den empfehle ich euch und das zeige ich euch jetzt, wie der geht. So, wir haben hier einen Wirbel. Das könnte jetzt zum Beispiel auch ein Haken sein, ein großer Einzelhaken vom Karpfen oder von der Fliegenrute, wo einfach dann hier eine Öse dran ist. Und wir wollen jetzt diese Hauptschnur hier bewusst etwas, einfach eine dicker gewählte Fliegenschnur, damit sie was erkennen, da durchkriegen. Jetzt gehen wir einfach hin und führen einmal die Hauptschnur hier durch. So, und das Ganze, dann machen wir so wieder 7 bis 10 cm. So, liegt das jetzt hier doppelt, ganz einfach. Und jetzt gehen wir hin und halten hier unten mit unseren Fingern ein wenig fest, sodass hier eine kleine Schlaufe quasi bleibt. Und jetzt gehen wir hin und wickeln das Ende hier, das überstehende Ende, 7 cm überstehende Ende, wickeln das hier 5 bis 6 Mal drum, um die Hauptschnur. 4, 5 und jetzt kommt die Nummer 6. So, und jetzt gehen wir hiermit wieder zurück, weil ich habe ja hier so extra noch eine kleine Schlaufe gelassen. Und da gehen wir jetzt einfach wieder durch. Fertig ist der Clinch-Knoten. Wir könnten jetzt einfach zuziehen, wir können aber auch nochmal kontern, also hiermit nochmal hier durchgehen. Müssen wir aber nicht, das reicht nämlich, wenn Sie das so machen. So, und jetzt ziehen wir das Ganze zu. Jetzt ziehen wir von hier oben noch was runter, so, dass das richtig hält. Man sieht es schon. Sieht sehr gut aus. Und jetzt ziehen wir hier nochmal am Wirbel und hier oben dran. Zack, nochmal richtig schön ziehen. Der Knoten. Den können Sie super verwenden, wenn Sie monofile, dicke Schnur benutzen und damit einfach wie hier so einen Meereswirbel zum Beispiel oder einen normalen Wirbel dran machen wollen. Einfach hier auch nochmal so und auch hier im Idealfall mit ein bisschen Spucke anfeuchten, dann hält der Knoten besser. Und wir schneiden hier das überstehende Stück ab, weil es natürlich viel zu viel, so bis auf circa einen halben bis Zentimeter, damit der Fisch im Drill und die Schnur, wenn die unter Maximalbelastung ist, immer noch quasi, wenn der Knoten sich nachzieht, noch ein bisschen hier ziehen kann, ohne dass der Knoten direkt aufgeht. Und das wär's. Viel Spaß damit.